einfach so. Wir haben ihn bereits bekämpft? Moment, erinnerst du dich nicht? Ich erinnere mich an den Kampf gegen die himmlische Madonna. Dann verschlang die Dunkelheit des Versprechens meine Seele. Und dann habt ihr mich gefunden. Ja, du hast viel verpasst. Das stimmt. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Marvel Guardians of the Galaxy. Okay, wir reden erstmal mit allen. Hey, Quill. Du scheinst ziemlich gute Laune zu haben. Oh, naja. Ich habe eine tolle Idee für eine Blaster-Erweiterung und freue mich schon aufs Zusammenbauen. Jetzt, wo das Team wieder komplett ist und wir eine Verschnaufpause haben, wir sind dir wirklich dankbar für das, was du auf Lamentis getan hast. Quill, ich... Ich weiß, du magst solche Gefühlsduseleien nicht, aber ich meine es ernst. Quill, du machst gerade aus einer Mücke einen Centauri-Bullen. Voll peinlich. Ich mein's ernst. Mantis hat was von einem Trauma gesagt. Kommt, daher vielleicht deine Angst vorm Wasser? Okay, diese kleine Zeitschleifentussi weiß überhaupt nichts. Das muss eine andere Zeitlinie sein. Naja, wie auch immer. Du hast uns das Leben gerettet, also danke. Der Nager hat uns gerettet? Ach, überrascht dich das? Ich kann mehr als nur Sachen in die Luft jagen. Du hast uns das Leben gerettet, indem du was in die Luft gejagt hast. Flag dich doch, Mordmama! Hoffentlich siehst du dich nicht bloß um. Na, ich meine, wir haben wieder ein bisschen was da von daher. Wir können sogar zwei gönnen, ne? Ding, ding, da ist es. So, einmal und zweimal. In Rekordzeit erledigt. Okay, dann brauchen wir jetzt dafür nochmal 400... Ja, also nochmal so viel ungefähr. Dann haben wir alle Upgrades. Das sollte machbar sein. Sicher gemacht, nur für dich. So, zweimal RT. Und dann halten. Und dann loslassen. Alles klar. Weiter geht's mit dir. Freut mich, dass du wieder auf unserer Seite bist, Drax. Wir werden den Zerstörer diesmal wirklich brauchen können. Ich werde bereit sein. Ich habe die Bedrohung durch den Magus selbst erlebt. Niemand sollte unter seinen heimtückischen Lügen leiden. Ich schulde euch allen enorme Dankbarkeit. Es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite zu kämpfen. Und das ist ziemlich viel Kraft. Groot stimmt dir zu, Muskelpaket. Klingt so, als hätten wir einen hübschen Kirchenprügeltrupp. Ich hoffe nur, dass unser Gast sich dieser Trachtprügelfeier anschließt. Genau, Lama macht das schon. Gamora, ist es okay für dich, dass Mantis allein gegen die Kirche kämpft? Sie wird nicht kämpfen. Sie wird sich aufs Evakuieren konzentrieren. Vielleicht können sie sich alle in den Höhlen verstecken. Sie wird also zulassen, dass die Kirche ihre Heimatwelt übernimmt? Mantis würde sagen, dass Personen wichtiger sind als der Planet. Und sie weiß, dass die Kirche es dann aufhört, wenn es uns gelingt, Niki zu retten. Du setzt großes Vertrauen in diese himmlische Madonna. Sie ist eine der wenigen, denen ich wirklich vertrauen kann. Wirklich? Mich macht sie nervös. Weil sie klüger ist als du? Und freundlicher. Hey, bei diesem Spitznamen stehen mir die Haare zu Berge. Ich bin pelzig, nicht struppig. Und die Verniedlichung mag ich auch nicht. Na, ist aber schon ziemlich niedlich, das muss man dazu sagen. Gut, haben wir hier nochmal irgendwas Neues? Ring hatten wir, Puppe hatten wir. Das ist, glaube ich, neu. Okay. Mögen die Wellen der Ruhe meine Seele umspülen. Und los. So funktioniert das nicht. Ah, Gamora! Seit wann meditierst du? Gar nicht, aber das sind gerade heftige Zeiten. War ein bisschen viel in letzter Zeit. Oh ja, das kannst du wohl laut sagen. Okay, und wie benutzt man den? Also nur für den Fall, dass Rocket danach fragt. Also als erstes, ihn einfach nur halten reicht nicht. Du musst auch irgendwo bequem sitzen können, wo du entspannt bist, aber auch aufmerksam und konzentriert atmest. Und dann übst du. Viel. Ja, das klingt nach viel mehr Arbeit, als ich gehofft hatte. Das ist bei fast allem so, was sich lohnt.
Und wie machst du das? Konzentration hat uns Thanos schon sehr früh eingebläut. Aber erst als ich bei den Priestern von Parma lebte, erkannte ich, wie eng seine Vorstellung von Meditation wirklich war. Wie bist du zu den Priestern von Parma gekommen? Sie sind nicht gerade so wie du mit ihrem ganzen Pazifismus und so. Mantis hat sie mir letztes Jahr vorgestellt. Jemand musste mich heilen. Sie haben mir mehr geholfen, als ich für möglich gehalten hatte. Geholfen? Wie? Man könnte wohl durchaus sagen, ich war gebrochen. Thanos, der Krieg, die Arbeit als Attentäterin. Das hinterlässt Spuren. Als Mantis mich dahin brachte, wollte ich schon aufgeben. Ich meine, mir ging's miserabel. Für mich gab's keine Erlösung. Ich war nichts wert. Ich dachte, ich verdiene nichts anderes als den Tod. Bist du aber nicht. Gestorben. Nein. Da war dieser Junge. Arkan. Den du im Dorf umarmt hast? Arkan war wie ich. Verloren. Seine Eltern starben bei einem Unfall. Er war kämpferisch, ein Rebell, das Gegenteil von einem Pazifisten. Die Priester hielten es für eine gute Idee, dass wir unseren ganzen Mist gemeinsam aufarbeiten. Und war es eine? Am Anfang nicht wirklich. Er konnte so eine Nervensäge sein. Aber langsam verließen wir uns mehr und mehr aufeinander. Thanos hatte mir beigebracht, funktional zu meditieren, aber nicht im spirituellen Sinn. Und mein Trauma verarbeitest du so nicht. Die Sorge um Arkan, er zwang mich zum Denken und Reflektieren. Und gemeinsam gaben wir uns Halt und konnten irgendwann unsere Dämonen besiegen. Ich kann mir Thanos nicht beim Meditieren vorstellen. Ich dachte, er wäre so der Typ egoistischer Tyrann. Oh, das war er allerdings. Aber Thanos verstand auch, dass gewisse Aspekte der Meditation ihm nützen konnten. Wie Konzentration? Konzentration, bessere allgemeine Wahrnehmung, Schmerztoleranz. Er dachte sich lustige Spielchen als Trainingsübungen aus, bei denen ich und Nebula gegeneinander antreten mussten. Das Schlimmste daran, wir wussten nicht mal, was er tat, bis es zu spät war. Was heißt das? Thanos' Meditation veränderte uns. Machte uns zu hyperkonzentrierten Waffen. Wir waren unempfänglich für die Schrecken seiner Pläne. Leute töten. Attentat ist nur eine andere Bezeichnung für Mord. Wie seid ihr damit umgegangen? Wir haben Witze gemacht. Schlechte, geistlose Sprüche gerissen, während wir gemordet haben. Je fieser, desto besser. Und ich hab gedacht, du hättest einfach nur einen schrägen Humor. Oh, das stimmt auch. Aber nur so konnten wir überleben. Und wir machten etwas zusammen, eine neue Art von Wettbewerb. Nur zwischen mir und Nebula. Wer kann den anderen zum Lachen bringen? Das ist aber echt krank. Und trotzdem irgendwie berührend. Naja, aber auch schlechte Witze können nicht verhindern, dass dein Gewissen dich irgendwann einholt. Wow! Ich hätte nie gedacht, dass Meditation so intensiv sein kann. Und so hilfreich? Ja, auch das. Ich sollte es wohl doch mal probieren. Obwohl ich ein bisschen Angst davor habe, was ich finden könnte. Wer weiß? Vielleicht wird's ja eine Überraschung. Für mich war es eine. Ja, vielleicht. Okay, jupp. Sonst ist, glaube ich, nichts Neues da. Meine Schultern tun weh. Ja, Mantis ist schwerer, als sie aussieht. Was hat sie mit meinen Schmerzen zu tun? Sie saß den ganzen Weg runter zu Goldie auf deinem Rücken. Wirklich? Mhm. Gut, versuchen wir das gerade nochmal. Na, ich glaube, sprechen bringt ja eh nichts. Wäre jemand willig, dieser Kammer Kost zu kredenzen? Ah, Peter Quill. Es ist tatsächlich verpackt. Schade.
Ich hoffe, dass es dann freigeschaltet wurde. Dann lasse ich einfach jetzt die Finger davon. Kann ich irgendwas anderes? Ich kann nicht darauf wetten, dass Peter diesen Kampf gewinnt. Letztes Mal hat so... Gamora, ist es okay für dich, dass Mantis allein gegen die Kirche kämpft? Sie wird nicht kämpfen. Sie wird sich aufs Evakuieren konzentrieren. Vielleicht können sie sich alle in den Höhlen verstecken. Sie wird also zulassen, dass die Kirche ihre Heimatwelt übernimmt? Mantis würde sagen, dass Personen wichtiger sind als der Planet. Und sie weiß, dass die Kirche es dann aufhört, wenn es uns gelingt, Nikki zu retten. Du setzt großes Vertrauen in diese himmlische Madonna. Sie ist eine derjenigen, denen ich wirklich vertrauen kann. Wirklich? Mich macht sie nervös. Weil sie klüger ist als du? Ich glaube nicht, dass Goldjunge da hingegangen ist. Er ist in deiner Kabine, falls du ihn suchst, Peter. Ich weiß, ich weiß. Okay, okay, okay. Hey, die ist von Lamentis. Ist sie damit nicht eine heilige Pflanze? Groot, hast du eine heilige Pflanze von Lamentis gestohlen? Ich bin Groot. So, die Dinge hatten wir ja auf jeden Fall. Also, dieser Warlock. Schon was Besonderes. Ich weiß nicht, ob wir einem Typen vertrauen können, der sich beim Anblick des großen Einhorns gedacht hat, der Schlingel sieht aus wie ein seriöser Schlingel. Er weiß einfach, dass das wahre Böse der Magus ist. Breaker ist nur ein Fanatiker. Ein Fanatiker mit jeder... So, das scheint aber jetzt funktioniert zu haben. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Sachen vergessen. Von daher... So... Du halt dann nicht. Meine Schultern tun weh. Ja, Mantis ist schwerer, als sie aussieht. Was hat sie mit meinen Schmerzen zu tun? Sie saß den ganzen Weg runter zu Goldie auf deinem Rücken. Wirklich? Okay, da können wir auch nichts mehr mit anfangen. Nagel. Du sagtest, ich hätte die Madonna auf meinen Schultern durch die Höhlen getragen. Yep. Dann gab es mehr als eine Höhle. Erinnerst du dich denn wirklich an gar nichts mehr? Ich habe eine vage Erinnerung an Feuchtigkeit. Ja, das waren die Höhlen. Mhm. So, machen wir die Upgrades gerade nochmal. Hey, Quill. Du scheinst ziemlich gute Laune zu haben. Hm. Jetzt wird Flem... Ich... da... Naja, wie auch immer. Du hast uns das Leben gerettet, ich also... Komm gleich, du ungeduldiger Flagschnüffler. So, ich habe das alles schon mal gemacht. Das Spiel ist halt leider verbuggt. Oh, du hast dich... Das hat er gespeichert. In Ordnung. Hey, Star-Typ. Ich hoffe, du weißt mich nach all dem mehr zu schätzen. Freut mich, dass du wieder auf unserer Seite bist, Drax. Wir werden den Zerstörer diesmal wirklich brauchen können. Ich werde bereit sein. Ich habe die Bedrohung durch den Magus selbst erlebt. Niemand sollte unter seinen heimtückischen Lügen leiden. Ich schulde euch allen enorme Dankbarkeit. Es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite zu kämpfen. Und das ist ziemlich viel Kraft. Ich bin Groot. Groot stimmt dir zu, Muskelpaket. So. Mhm. Klingt so, als hätten wir einen hübschen Kirchenprügeltrupp. Ich hoffe nur, dass unser Gast sich dieser Trachtprügelfeier anschließt. Bestimmt. Also meint er wohl dann doch nicht das Lama, sondern... Kollegen, hier haben wir nichts Neues, wie mir scheint. So, Goldie. Hey, Warlock. Mach auf. Das ist meine Kabine, weißt du? Und das ist mein Kassettencover. Verfasst du solch prägnante Poesie? Das ist keine Poesie, das ist Musik. Hard Rock. Mit verzerrten Gitarren und Bass und Schlagzeug. Schlichtes Schriftgut, seinem Schreiber gleich. Okay, was ist dein Problem, Mann? Was habe ich getan, dass du so bist? Ob deiner fahrigen Führerschaft entschwand die Madonna und mit ihr der Trumpf zum Betreten des telepathischen Terrains. Mantis hatte gute Gründe, zurückzubleiben. Wir müssen bloß Nikki holen und gleich wieder abhauen, damit wir sie wiederfinden. Dein träges Taktieren zollt zu viel dem Zufall. Versicherst du verlässlich, dass dein vages Vorgehen unser Wirken vorantreibt? Mein vages was?
dein vages Wesen. Vor uns verharrt fauchend, der finsterste Feind. Verbittert und blind vor Bosheit. Magus, richtig? Dein böser Zwilling. Das ist unser Gegner. Jeder geistige Gnom kann eine feurige Fehde entfachen. Doch dein dröges Denken ist dreist nur und dumm. Du starkst wie ein strauchelnder Storch, stur und stupide umher. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? Dein Stolz steht wie Stelzen auf Sand in der fauchenden Flut. Führen verlangt volles Vertrauen in ein stählernes Selbst. Besitzt du solches? Ja, absolut. Weise Worte. Forsch und gefestigt. Doch ich hege zehrende Zweifel. Dein Wirken weicht weit ab von dem wahrlich weiseren Weg, den ich wählte. Vielleicht können wir uns in der Mitte treffen. Ja, ein Eid. Erwägst du, unter Eid zu erklären, die Schärfe deines Schaffens zu schüren und stolz zu schreiten, statt stumpf auf den Stufen des Schicksals zu schlafen? Klar, Mann. Was immer nötig ist. Dann schwöre. Ich schwöre, ich werde ein guter Anführer sein, entscheidungsfreudig und es nicht zulassen werde, dass Mantis alles macht, was sie will. Dem fehlt noch die Finesse. Das reicht mir völlig. Okay, kommen wir da wieder rein? Wohl nicht. Ich hoffe, dass Peter Quill unseren Gast überzeugt hat, mit uns zu kämpfen. Dem Ton seiner Stimme nach war er eher genervt als überzeugt. Wer? Quill oder Goldjunge? Sie klangen beide genervt. Genervt oder nicht? Wir müssen mit ihm zusammenarbeiten. Und wie ist er so? Frustrierend. Als würde man sich beim Sommertanz mit Suzanne Harris unterhalten. War das nicht das Menschenmädchen, das du mit deinem Jojo beeindrucken wolltest? Ja, und das lief ungefähr so gut wie das Gespräch mit Mr. Umhang. Was ist ein Jojo? Wer jemand willig, dieser Kammer Kost zu kredenzen? Will er jetzt auch noch Zimmerservice? Hol dir selbst was! Wir haben einen vollen Kühlschrank! Naja, voll nicht gerade. Okay. Hast du Cosmo erreicht? Möglicherweise müssen wir die Kirche in Nowhere aufhalten. Bist du bereit? Ich bin Groot. Er ist besorgt wegen des Köters. Mit seiner Hilfe wäre es leichter, sagt er. Ich hätte nicht gedacht, dass Cosmo die Übernahme der Station durch die Kirche zulässt, aber sie hatte den Cortex. Was kann ein Hund gegen die Armee der Konvertierten ausrichten? Ah, kriegen wir schon hin. Na dann, wir haben mit allen geredet. Wir waren, glaube ich, überall. Auf geht's. Schätze mal, das erklärt, warum wir Cosmo nicht erreichen konnten. Wenn du nicht antwortest, sind wir gleich ein Satz Atome. Ich übernehme die Kommunikation. Hau rein, Kumpel. Grüße, Reisender. Habt ihr die Wahrheit ihres Versprechens angenommen? Das taten wir. Meine verstorbene Frau und Tochter sind bei mir. Wir danken der Matriarchin für ihr Geschenk. Das Versprechen erfüllt werden. Du darfst im Raumhafen landen. Die ganzen Kneipen und Wettbüros. Und Nudelboden. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich vermute, es ist schlimmer. Raker rekrutiert Regimente, derweil wir Wohlfall warten. Ich lande so schnell ich kann, Gott. Was zum Flock?
gefallen. Der Kokon-Typ glaubt, er wäre jetzt ein Schmetterling. Er ist ein Mann der Tat. Hoffen wir, dass er die Kirche ablenken kann, solange wir Nikki suchen. Hätte nicht gedacht, dass du dich durch die Security bluffen kannst, Muskelpaket. Ich bin der Täuschung durchaus fähig. Wir werden mehr als das brauchen, um zum Continuum-Cortex zu kommen und Nikki zu retten. Vor allem, wenn Goldjunge nicht an Bord ist. Sollen wir versuchen, ihn zu finden? Wir müssen uns wirklich beeilen, wenn wir das Mädchen retten wollen. Drax hat recht. Hoffen wir einfach, dass Warlock ordentlich Schaden verursacht. Ja, das wäre, glaube ich, echt praktisch. Aber ich denke, das kriegt er hin. Wenn wir unser Leben bei dieser Mission riskieren, sollten wir gemeinsam eine kartathianische Kriegshymne anstimmen. Bitte nicht. Gamora ist sehr empfindlich, was ihren Gesang angeht. Schade, aber ohne Kriegstrommeln wäre es ohnehin nicht dasselbe gewesen. Okay, letzter Showdown gegen Raker. Diesmal holst du ihn dir endgültig. Das habe ich vor. Wir gehen nicht ohne Nikki von hier weg. Mhm. Laber? Laber. Ich bin Groot. Groot will, dass du weißt, dass er alles tun wird, um dein Kind zu retten. Weißt du was? Ich glaube, das habe ich verstanden. Mhm. Dein Kind steckt echt tief drin, Quill. Ihre Mom ist tot, Mann. Wenn Warlock die Wahrheit sagt, benutzt das Ding in ihr Corells Tod, um sie zu manipulieren. Verstehe. Wird nicht einfach, sie da rauszuholen, aber ich werde trotzdem mein Leben dafür riskieren. Du kümmerst dich um die Milano, okay? Sorg dafür, dass das Schiff noch da ist, wenn wir zurückkommen. Bereit, Drax? Bereit. Meine Klingen sind so scharf wie die Zunge des Nagers. War das eine Metapher? Ein Vergleich. Genau. Sehr gut. Also los, retten wir Nikki. Peter? Okay. Bleib cool. Überlasst mir diese Typen. Willkommen, Reisende. Seid ihr gekommen, um Zeugen der Erfüllung zu werden? Der was bitte? Der Umsetzung des Versprechens der Matriarch. Des Beginns einer neuen Welt. Ohne Tod oder Schmerz oder Angst. Ihr solltet das wissen. Seid ihr nicht für eine Landefreigabe überprüft worden? Was? Doch, natürlich. Warum wisst ihr dann nichts von der Erfüllung? Hier stimmt etwas nicht. Diese Ketzer müssen aufgehalten werden. Attacke! Okay, so, dann haben wir dich auch noch freigeschaltet. Drax hat erkannt, wie stark er wirklich ist. Er verursacht jetzt im Zorn mittleren Schaden und schweres Taumeln an einem Einzelgegner sowie mittleres Taumeln bei allen Gegnern in der Nähe. Wer der tobt, verursacht zusätzliches Taumeln. Dann mach doch mal. So, Drax. Schade. Ja, da geht's runter, okay. Was zur? Der Coach dopt seine Teammitglieder! So wird das gemacht! Die Robe heilt ihre Kumpel! Das Mädchen ist zum Berserker geworden! Dabei willst du nicht im Weg stehen! Seht doch! Der Elite-Typ heilt seine Verbündeten! Ja, das können wir schon. Groot! Zeit zum Anwenden! Ein Fanatiker weniger! Durchgeknallte Ehre verdienen es! Der Flugmann wirkt ein Zauber! Nimm ihn ins Visier! Zeig ihn! Notch. Quadratschädel pumpt seine Kuppel auf! Eliminieren wir den Medizinverkrieger, da ist angefüllt mit Stärke! Zurück! Zeigt ihn, richtig! Ja, ich mag dieses Plattformding nicht so ganz, muss ich sagen, ne?
ist immer im Weg. Spart eure Munition! Bereitet dem Typen eine besondere Überraschung! Angriff auf Flachgesicht! Das wird ja ohne Kopf nicht können! Wir werden hart zuschlagen! Unsere Feinde werden stärker! Bombenlos, Rocket! Der Große ist in Schnell! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Ich kann diesen Irren nur raten, dass ihre Welt ohne Tod oder Schmerz oder Angst daherkommt. Denn ich werde sie dafür umlegen, dass sie diesen Raumhafen zerflagt haben. Sie haben ziemlich viel umdekoriert. Ein Grund mehr für uns, zum Cortex zu gelangen und Niki zu finden. Mhm. So, was können wir da? Raus. Mein Wille wird es bewegen. Wir vergeuden Zeit, Peter. Das mit der Erfüllung gefällt mir nicht. Ich bin gut. Wie war das? Er sagt, du wirkst angespannt. So, sehr schön. Geht das schon mal gut an. Nett. Was Neues für Drax. Wir müssen weiter, wenn wir zu Niki wollen. Ja, Quill trifft nur noch irgendwelche Vorbereitungen. Vermute ich. Dann sollten wir uns schneller vorbereiten. Ja, ich muss ja noch looten. Ich habe im letzten Mal schon zu viel übersehen. Geben wir alle Errungenschaften oder alles Errungenschaften, die wir hier flöten gehen. So. Hier patrouillieren ziemlich viele Schiffe. Sei lieber froh, dass sie uns nicht beschießen. Ich beschwere mich ja gar nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ist hier hinten noch irgendwas? Ja. Dankeschön. Ich bin Groot. Der Riss ist das Ende des bekannten Universums, Kumpel. Ich wüsste nicht, wo da eine Verbindung bestehen. Mist! Kosmosturm ist abgeschaltet. Ich bin Groot. Das liegt daran, dass er noch nie dunkel war. Ihr wisst schon, dass einige Typen, die auf uns geschossen haben, zur Nowhere Security gehörten? Das bedeutet nichts Gutes für den Hund. Ich war noch nie ein großer Fan des Köters, aber wir hätten einen Ersatztelepathen gebrauchen können. Nur weil der Turm abgeschaltet ist, muss das nicht auch für Cosmo gelten. Bei unserem letzten Besuch hat er mich, Gamora und Drax und Lady Hellbent, das Kopfgeldjäger, ausgeschaltet wie nichts. Glauben wir einfach daran, dass es ihm gut geht. Echt jetzt, Peter? Glauben? Davon scheint hier schon viel zu viel gelagert zu sein. Jupp. Falls wir das Mädchen finden, wie kappen wir ihre Verbindung mit dem Magus? Gar nicht, wenn der Kokonjunge nicht da ist, um danach alles aufzusaugen. Dann müssen wir ihr eben gut zureden. Ah ja. Wartungsleiter Duga. Ich bin runter von diesem Dustrock. Habe ein beschlagnahmtes Betun-Erkundungsshuttle zusammengeflickt mit Unmengen Weltraumklebeband, Nanodraht und Gebeten an jeden Gott, jedes Himmelswesen und jeden galaktischen Unglücksbringer, der sie hören könnte. Jemand muss sie gehört haben. Hier gibt es keine Hirnparasiten, soweit ich das beurteilen kann, nur die üblichen Wehwehchen und juckenden Stellen. Habe viel Zeit vor dem Spiegel verbracht, um herauszufinden, ob ich verrückt bin. Ist mit ziemlicher Sicherheit nur das Alter. Ich habe auf Nowhere angedockt. So weit draußen und nah am Riss, ein sicheres Versteck vor diesen Hirnkobolden, die Chorsoldaten gekrochen sind, gibt es in der ganzen Galaxie nicht. Eins ist jedenfalls klar, auf Nowhere werden immer Wartungsarbeiten anfallen. Einen besseren Ort kann ich mir für meinen friedlichen Lebensabend gar nicht vorstellen. Okay. Mit dem Aufzug. Moment, erstmal noch gucken, ob hier noch irgendwo Loot rumliegt. Ja, tatsächlich. Vielen Dank dafür. Dann können wir jetzt, glaube ich, nach unten. Ich habe Angst davor, was wir auf dem Marktplatz sehen werden. Dasselbe wie bei unserem Anflug. Schon, aber diesmal aus der Nähe. Nowhere war eh schon nicht immer schön, aber... Flak! Da drüben!
Es sind so viele. Ich hätte gedacht, die meisten Nowhere-Leute würden das Versprechen ablehnen. Jeder will Dinge, die er nicht haben kann. Ja, aber diese Gauner waren immer skeptisch, wenn ihnen jemand was umsonst gegeben hat. Ich bin gut. Und ich will glauben, dass zumindest ein paar sich gegen die Kirche gestellt haben. Immerhin nennen sie sich selbst Gesetzlose, verflagt nochmal. Na gut, schauen wir uns in der nächsten Folge unten mal um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.